Leute, guten Tacho, wie geht's euch? Guten Tacho, Boys and Birds. Ja, ich bin mal wieder auf dem Bock unterwegs, hab die Wilma mal wieder rausgeholt, hab die mal wieder entstaubt, sofort ohne Zurren angesprungen. Aber gut, ich habe die Motorräder eigentlich immer am abwechselnden Zeitraum am Ladegerät hängen, dass die da immer so einen Zyklus haben und fertig Ende. Wir haben jetzt heute den 2. März, glaube ich. Ja, ja, wir haben jetzt Urlaub, eine Woche für Hochzeitsvorbereitungen, so ein Kram. Ein bisschen chillen. Ich dachte mir, ich fahre mal die Wilma heute wieder ein bisschen Gassi. Ja, da liegt teilweise echt noch Salz auf der Straße, also ist jetzt auch nicht so optimal, aber ich musste jetzt mal wieder fahren und ich musste die Kleine mal wieder rausholen hier. Und ja, um mich mal daran zu erinnern, auch auf jeden Fall, wenn ich die Klamotten anhabe, dass ich da wieder ein bisschen mehr für Luft schaffen sollte. Und diesmal habe ich auch nicht gegessen vorher, jetzt ist es auch so schon eng. Ja, es geht aber noch. Die Handschuhe nerven mich gerade ein bisschen, weil die noch sehr starr sind. Ich muss echt gegenkämpfen sozusagen. Aber dafür sind sie sehr, sehr, sehr warm. Wenn ich jetzt überlege, meine Sommerhandschuhe dagegen, da wäre ich jetzt schon am Frieren. Was haben wir jetzt? 4 Grad, 5 Grad? Es soll heute irgendwie maximal 10, 11 Grad werden. Aber wir haben auch erst 10 Uhr. Passt das mit der Uhr? Könnte sein. Ich glaube, wir haben... Ja, ja, 11 Uhr kommt hin. Ja, Leute, wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß natürlich schon, was passiert ist. Und zwar... Ich habe wieder ein neues Fahrzeug. Nein, doch. Diesmal aber kein Motorrad. Ich habe ein Auto geerbt, sozusagen. Mal wieder. Wer in meinen alten Videos oder wer schon länger meine Videos guckt und wenn ich mal über Autos spreche, dann ist halt immer ein bestimmtes Fahrzeug. Und zwar ein alter Mercedes, eine alte Mercedes E-Klasse Coupé, W124 genannt. Aus Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Darum bin ich groß geworden. Ich habe das Fahrzeug ja schon mal gehabt und ich habe den damals schon mal geerbt, quasi, ne? Und in blau-schwarz Metallic, also in schwarz. Ja, ich war damals doof und habe ihn dann irgendwann verkauft, weil ich einfach was Modernes haben wollte. Und das habe ich bis heute bereut. Ja, aber auch, ich habe den verkauft, weil ich halt, da war halt so viel Rost dran, die Tür war im Arsch und all solche Geschichten. Da hatte ich damals irgendwie nicht so den Nerv und auch nicht so das Denken wie heute. Ich war einfach ein bisschen blöd. Hurenzorn. Ja, und jetzt habe ich den wieder geerbt. Quasi genau das Fahrzeug, womit der alte schwarze, also womit mein Vater den alten ersetzt hat, den ich damals vor 13 Jahren, waren das, 13 Jahren ungefähr, bekommen habe. Jetzt habe ich genau das Fahrzeug dann auch wieder gekriegt. Und damals der schwarze vor 13 Jahren, da habe ich natürlich meine Jugend drin verbracht, sagen wir mal so. Und da war natürlich, wenn ich jetzt heute zurückdenke, ich hätte den, jetzt heute würde ich ihn nicht mehr abgeben. Früher war ich natürlich dumm. Ich mach nur Scheiße. Jetzt der silberne, also der ist silber, der Wagen. Der Mercedes Coupé. Da drin habe ich, bin ich selber gar nicht so oft mehr mitgefahren, weil da war ich dann schon ja, ein bisschen älter, so Anfang 20 oder was weiß ich nicht. Dann habe ich ja den schwarzen gekriegt. Und, aber darin hat halt, ihr wisst ja, vor 2 Jahren ist er, ja, meine Nichte verstorben. Und sie hat quasi ihr Leben da drin verbracht. Sie ist damit nach Hause gekommen und so weiter. Also wenn nicht ich gefahren bin, dann ist mein Vater mit dem Mercedes immer mit ihr gefahren. Und ja klar, ich saß da jetzt auch schon das ein oder andere Mal drin, so ist das jetzt nicht, ne? Ich habe ja relativ spät erstmal einen Führerschein regulär gemacht und musste mein Vater mich ja noch rumkutschieren. So, aber das ist halt trotzdem auch wieder so ein Familiending und es sind so viele Erinnerungen. Ne, für mich gibt es kein schöneres Auto auf der Welt als so ein Coupé. Und dann natürlich noch die Tatsache,
mit unserer Kleinen, die da quasi auch viel ihr Leben drin verbracht hat, sozusagen. Ja, da muss ich euch schon was Komisches erzählen, als mein Vater den dann gebracht hat, den Wagen, weil der hat sich jetzt einen neuen geholt oder einen neueren, sagen wir mal so, hat sich jetzt einen CLK 320er geholt mit 6-Zylinder, der wollte mal ein bisschen was Moderneres, wollte Automatik haben und mal vielleicht den einen oder anderen Zylinder mehr. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Zumal er auch nirgendwo mehr großartig weite Strecken fahren muss, beruflich und so weiter, dann kann man das auch machen. Ja, und dann hat er mit dem Wagen dann vorbeigebracht, auf dem Weg quasi, als wir dann seinen neuen geholt haben, weil das lag auf dem Weg. Und an dem Abend bin ich dann noch zur letzten Nachtschicht gefahren, das war quasi letzte Woche Freitag. Und dann bin ich damit dann abends zur Arbeit gefahren. Dann habe ich erstmal gemerkt, wie Schrott der Wagen ist. Oder was heißt Schrott, aber wie viel man wirklich noch machen muss so. Oder wie viele Kleinigkeiten dann einem auffallen. Aber dazu gibt es extra Videos und das sind alles ganz viele Kleinigkeiten, sage ich mal, die man machen muss, neben den ganzen Roststellen und so. Das Wichtigste hat mein Vater, das hat er immer in Schuss gehalten, Motor und unten so wichtige Roststellen, unten drunter und Wagenheber, nee, nicht Wagenheber, sondern die Achsaufnahmen und so weiter. Der kommt auch sofort wieder beim TÜV dieses Jahr ohne Probleme. Das kriegen wir soweit hin und jetzt sind eigentlich die großen Baustellen. Aber dazu kommt ein extra Video, will ich hier gar nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall, ich bin dann damit zur Arbeit gefahren. Erstmal wieder ein geiles Gefühl, in dem alten Mercedes wieder zu fahren. Oh, was ist hier schon wieder für ein Matsch hier, ey. Die haben hier immer Matsch auf der Strecke, ja. Habt ihr sie noch alle? Und da kann man mich jetzt für bekloppt halten oder nicht. Und vielleicht ist es auch nur Einbildung. Aber ich hatte das Gefühl, als wenn meine Nichte hinten sitzen würde und mir in den Rücken treten würde, was sie immer gerne gemacht hat. Und dabei dann so dreckig gelacht hat. Ich hatte das Gefühl, ich saß dann da mit Tränen in den Augen auf dem Weg zur Arbeit. Erstens, weil das Auto von meinem Vater war und ich das zweite Mal den Fehler mit Sicherheit nicht begehen werde, solange ich es mir quasi irgendwo leisten kann und den irgendwie herkriege, weil da einfach zu viel dran hängt für mich. Also ein zu hoher emotionaler Wert. Und ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine sehr geile Karre. Ich liebe dieses Teil einfach. Eine sehr, sehr, sehr geile Karre. Ich habe einen Autovlog aufgenommen. Abends auch an dem Tag. Und ich werde davon jetzt viel hier reinschneiden oder beziehungsweise damit das Video dann quasi beenden. Das Ding ist, ich wollte eigentlich den puren Autovlog hochladen. Ich hatte aber die Kameraposition am Kopf. Ich hatte dann so ein Gurt um den Kopf und wie man das so kennt für die GoPro. Aber viel zu hoch eingestellt. Ihr seht dann quasi fast nichts. Also ich werde nur die wichtigsten Sachen zusammenschneiden. Hier im Anschluss dieses Videos. Und dann seht ihr das fertige Video quasi zusammen. Und ja, Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit dem mit dem Autovlog sozusagen, beziehungsweise mit ein paar Teilen davon, weil ja, da waren auch viele Worte, die kann man nur beim ersten Mal so wiederholen, gehe ich mal davon aus. Deswegen benutze ich das Material, was ich habe, und versuche das Beste daraus zu machen. Definitiv, Videos davon kommen auf diesem Kanal, Motovlogs genauso wie sonst auch. Carrie ist ja noch nicht fertig und da gibt es ja immer viel zu tun. Aber es wird jetzt auch viel übers Auto geben, Leute. Und gerade so diese, in Anführungszeichen, Restauration, weil da wird einiges gemacht werden müssen. Und das kann man dann hier auf dem Kanal auch sehen. Somit habe ich meinen Videokanal um ein Auto erweitert, neues Projekt, und ja, ich freue mich darauf. Leute, haut rein, schaut euch das Zeugs ran. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Was jetzt dann kommt, weiß ich noch nicht. Vielleicht nehme ich jetzt noch den nächsten Vlog auf. Werden wir dann sehen, Leute. Haut rein und wir sehen uns.